Das ist der Fluch von diesem Video, dass alles da ist und archiviert ist. Aber ich denke, wir müssen jetzt einfach dieses Recording machen und dann können wir weitergehen. Ansonsten kommen wir ins Stolpern. So, ich habe Ihnen wieder so ein Paket an Dokumenten gegeben. Machen Sie das wieder in der Vorstellung einer Loseblattsammlung, sortieren Sie wieder ein, tun Sie die alten Dokumente mit gleichen Namen raus und so weiter. Die Art, wie man damit jetzt arbeitet, habe ich vereinfacht. Wenn Sie diesen, Sie müssen immer mit Start starten. Und wenn Sie damit starten, kommt das hier bei dieser Evaluation, dann macht er alles, was nötig ist im Hintergrund. Dann sind Sie durch. Das ist neu. Brauchen Sie nicht mehr wirklich kümmern. Es gibt vor allen Dingen in einem Dokument, das heißt hier der Code, MTP Code 4.5, da ist die gesamte Software jetzt drin. Alle Funktionen, die wir gebrauchen. So. Und die wird evaluiert, wenn Sie das hier machen. Und es werden vor allen Dingen die ganzen Parser, die wir heute wohl diskutieren möchten, die ich diskutieren möchte, die ganzen Parser, die ich Ihnen zur Verfügung stelle, die werden auch alle installiert. Das heißt, damit haben Sie dann auch keinen Stress. So ist das jetzt hier aufgebaut. Das sind die Module, die Sie jetzt zur Verfügung haben. Da werden wir durchgehen. Hier sind die ganzen Lectures und hier sind die ganzen Hilfen. So. Das ist unsere heutige Lecture. So, ich glaube, das können wir skippen. Es gibt hier ein YouTube-Video über. Hello, this is another tutorial. Yeah. Hello. The design of a mesh. So wie man solche Lego-Steine macht. Ich hatte Ihnen erzählt, wir können damit ein bisschen anfangen. Ansonsten, glaube ich, ist das gut, wenn Sie das einfach so durchprobieren. Das müssen Sie eigentlich auch wöchentlich machen, etwas üben an dieser Stelle, dass Sie da einen Rhythmus bekommen und das sich gefügig machen, diese Sachen. Ich hatte Ihnen erzählt, es gibt immer den Object Mode und den Edit Mode. Der Object Mode ist für die Architektur und der Edit Mode ist für das Design und für die Produktion. Und im Edit Mode simulieren Sie Produktionsprozesse und Werkzeuge, mit denen man Materialien bearbeitet. Und da ist jetzt eigentlich ein sehr schönes Beispiel, mit dem Sie ein Spektrum von dem mitkriegen, was man so, ich denke, als Architekt gut gebrauchen kann. Eben dieses Modellieren von dem Lego-Stein. Ich kann auch damit einmal anfangen. Das ist eine halbe Stunde hier. Das heißt, in einer Stunde, anderthalb Stunden können Sie das nachmachen und dann auch lernen und dann können. So, das lege ich Ihnen sehr ans Herz, dass Sie das einfach tun. So, ich fange jetzt einfach mal an mit in dieser Richtung, damit Sie, hier habe ich schon ein bisschen trainiert wieder, damit Sie sehen, wie das geht. Das ist jetzt anspruchsvoller wie diese Spielbeispiele, die wir bisher gemacht hatten. Aber es ist immer noch die Produktion und Sie sehen jetzt, dass man diese Prozesse organisiert. So, wir haben, wichtig ist ein Lego-Stein, das können wir auch anschauen hier, der hat bestimmte Maße. Das heißt, wenn Sie anfangen zu designen, müssen Sie immer Vorstellungen haben, wie das organisiert ist, welche Größe, welcher Maßstab, welche Maße und so weiter. Sie werden am Anfang immer Skizzen brauchen. Jetzt gucken wir hier einfach Lego Brick. Brick Measurement. So, da gibt es jetzt hier solche, die Maße. Wir brauchen einen größeren Stein. Machen wir mal hier bei Images. So, und solche Skizzen müssen Sie sich machen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und Sie müssen das sehr systematisch hinkriegen, weil das ist wirklich wie eine Produktionsanlage. Hier haben wir, aber da haben wir keinen, der wird vielleicht reichen einfach. Gehen wir mal dahin. Sind wir immer bei Pinterest, das ist so Mist. Hier.
it's not correct. That's wrong. Take my video. So, here we are. So, wir haben jetzt hier, das geht auf 8 mm Basis, das ist das Raster. Das ist dieses Incremental Grid, was wir eingestellt haben. Das ist ein absolutes Raster. Das sind 8 mm hier. So, dann brauchen Sie, das sehen Sie jetzt hier, 8. 16 ist das. Und dann haben Sie 0,1 mm Distanz damit als Fuge, damit das passt, damit der nächste Stein daneben gehen kann. So, dann ist auch so, dass das Ding hier ist, ist nicht 8, sondern 3,9 Abstand hier. Und der Radius ist, das kann man jetzt nicht lesen. So, lassen wir das 8 mm außen sein hier. Das ist 8. Und bauen das jetzt so, nee, das sind 9, ne? 4,5 steht da, 4,5. Der ist 1,8 groß, ein 8er Raster. So, und das müssen Sie jetzt einstellen. Das heißt erstens Millimeter. Hier können Sie die Millimeter einstellen bei Units. Da gehen Sie auf, statt Meter, gehen Sie auf Millimeter. Das sind die Units. So, und jetzt kann man das hier noch anstellen. So, und jetzt fangen wir an mit einem... Warum geht das nicht? Millimeters? Warum geht, ist das so? Das ist riesig. Was habe ich falsch? Location, Dimension, Meters. Warum ist das? Millimeters? Ich weiß es nicht. Sorry. Okay, now, jetzt ist okay. Was ist denn in der Reihenfolge mit den, Maßen? So, jetzt ist das Ding in Millimetern. Ich hatte, das ist irgendeine ungeschickte Geschichte. Ich hatte erst das Millimeter eingestellt und ohne dass da ein Referenzobjekt ist, offensichtlich schalten die da den Maßstab nicht richtig um.
So, das heißt, ich musste erst ein Objekt haben, dann habe ich die Millimeter eingestellt und dann war das auch richtig in den Maßen. So, jetzt habe ich das Ding. Gehen wir jetzt in den Edit Mode und jetzt muss das, die Dimensionen sind jetzt hier 2 mm. Und jetzt muss ich das um den Faktor 4, Scale 4 größer machen. Und dann ist das Ding jetzt 4, wenn ich jetzt hier gucke auf Object Mode, dann ist das jetzt 8 mm groß. Das ist genau unser Maß. So. Wenn wir 0,8 mm haben wollen, müssen wir das jetzt in 10 Elemente teilen. Damit diese Art von Raster müssen Sie sich überlegen. Teilen geht so. Gehen hier, sagen Subdivide, das muss die das ist die Fläche. Jetzt sagen wir Subdivide. Und wir können das jetzt in 10 Elemente machen. Das machen wir mit dem, das ist das Tool, das sind die Parameter für dieses Tool. Und solange Sie das nicht bestätigt haben, funktionieren diese Parameter noch dynamisch. Sobald Sie bestätigt haben, ist das draußen. Dann sind die Dinge fix und tot. So, jetzt haben Sie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das heißt, jetzt sind das 0,8 mm. Das sind die Maße, die wir brauchen für dieses Element. Ein Nöppel sind 0,8, 16 mm ist das die Breite. Wenn wir 4 nebeneinander machen, sind es 32 mm. Minus 0,1, das muss man nachher abziehen. So, das ist jetzt hier unser Element. So, jetzt löschen wir dieses innere Element. Was wir wollen ist, jetzt müssen wir komplizierte Werkzeuge machen. So, das ist jetzt unser einzelnes Modul. Das ist sehr architektonisch gedacht. Wir brauchen 9 mm. So, wir brauchen dieses Element hier. Wir müssen einen Kreis machen, der von hier nach hier, nach hier, nach hier geht in den Maßen. Das müssen wir raus. Also wir müssen 6 dieser Elemente rausschneiden. So, deswegen schneide ich jetzt diese hier weg. Und jetzt muss ich den inneren Kreis hier, dieses hier muss ich jetzt runden. Und den Radius von dieser Rundung muss ich auf diesen Punkt ziehen. So. Also selektieren wir jetzt dieses Element hier. Denn los mit dem? Heute ist der Teufel dran, ich weiß nicht, was los ist. Kann nicht selektieren. So, genau, selektieren und jetzt gibt es hier, Edge Loop, das sind Selektionswerkzeuge. So, das sind Selektionswerkzeuge, da sagen Sie hier Loop, dann sucht der diesen Loop und den möchten wir jetzt gerne verzerren und dann kann man über die Blank-Taste hier alle Werkzeuge per Namen suchen und was wir suchen ist hier eine Sphere. So, und jetzt können wir das Ding hier verzerren.
Wir müssen das aber in der Mitte setzen, machen nochmal hier TUS 4 und jetzt können wir das Ding groß und klein machen. So. Wir sehen hier. Ich bin heute durcheinander. Irgendwas ist gescheit. Ich muss es stoppen. Tut mir leid. Guck nicht das Video an. Nicht raus. Tut mir leid. So soll es nicht sein. Also ich habe irgendwie den Kopf woanders. Gucken Sie sich das hier an. Da ist es einfach wunderschön gemacht. So. Sie sehen jetzt hier, man kann jetzt da das hier selektieren das. Schauen, dass Sie die Fangpunkte jetzt kriegen. Dass wir es auf Punkte machen, nicht auf das absolute Raster. Und jetzt können Sie das zack da dran snappen. Und dann haben Sie einen Kreis. Das Problem jetzt war vorher noch, dass der Kreis genügend Punkte hat. Das heißt, Sie mussten jetzt den Kreis auch nochmal subdividen. Was zu rechenaufwendig wäre oder unnötig wäre, so viele Unterteilungen für die ganze Fläche zu machen. Deswegen für den Kreis haben Sie eine andere Auflösung. Ziehen Sie das 1,8 mm rauf und jetzt extruden Sie das hier in der Z-Richtung. Jetzt extruden Sie das nicht in XYZ, sondern zentral. Das machen Sie mit S. Dann kriegen Sie das zentriert, setzen das auf 0 und dann haben Sie das Ding geschlossen. So, das ist wie, wenn Sie etwas prägen. Auf die Art und Weise machen Sie das. So, jetzt geht es zum Beispiel darum, dass Sie... Hier, da wählen Sie jetzt wieder den Rand aus. Das können Sie mit dem gleichen Tool machen, mit dem Sie da die Öffnung gemacht hatten. Dann wählen Sie den Rand aus, dann runden Sie den Rand und machen da neue Elemente rein. Dann haben Sie das Problem, dass das immer rund gemacht wird, wenn Sie das schön smooth haben wollen. Aber dann wird auch diese Ecke hier rund gemacht. Oder die Fläche hier wird dann etwas konkav, weil er da keine Orientierung hat. Deswegen muss man da jetzt extra Elemente reintun. Das macht man hier. Da setzt man da Unterteilungen rein, weil an diesen Punkten, die man da definiert hat, da ist es präzise und es wird dazwischen immer interpoliert. So, und dann bleibt die Fläche sauber. Wenn Sie dann nur einen Zentrumspunkt haben und dann einen roten Kreis drumherum, dann wird das wackelig. So, das Gleiche ist jetzt hier. Hier ist er unsicher, wie er das machen soll. Und das tun Sie jetzt hier, da arbeiten Sie, Sie sehen, man muss immer tricksen bei diesen Sachen. Das heißt, man muss die Werkzeuge dann gut kennen in der Produktionsanlage, wenn man sowas, also jetzt einfach ein Blech stanzen will oder ein Tiefziehen von Plastik machen will, das ist ja das. Das heißt, Sie sehen jetzt eine extra Kante von Punkten, die Sie genau festlegen, da nochmal wieder drauf. Das heißt, wenn Sie das doppelt machen, gibt es keine Interpolation. So geht das. Jetzt haben Sie die Kante fein und wenn Sie jetzt smooth und flat machen, dann sieht das rund aus. So ist es jetzt eckig, das ist die eigentliche Geometrie und das ist jetzt so, wie man es schick macht und smooth macht. Und jetzt haben Sie da eine schöne Fläche. So, und so geht das dann immer weiter. Jetzt kann es verdoppeln. Das werden wir demnächst anschauen, dass das jetzt alle gleich sind und wir brauchen nur einmal das machen und dann dupliziert man das. Das sind einfach nur Kopien davon. Das heißt, wenn Sie den einen präziser haben, ist auch der ganze Stein und dann können Sie auch mit dem einen Element dann Zweier, Einer, Vierer, Achter, Zwölfer machen und so weiter. Das ist immer das Gleiche. Diese Art von Vererbungen gibt es. Das jetzt nur zum Spielen. So, dann wird das zusammengesetzt. Dann müssen Sie an den Rändern diesen Millimeter abziehen und so weiter. Gucken Sie sich das an. Dann werden die Kanten wieder schön gefräst, selektieren, Bevel, und auf die Art und Weise setzen Sie den Stein zusammen. Das ist eine sehr gute, eine sehr architektonische Übung,
die quasi sowas wie ein Produktionsprozess, wie man aus einer Fläche etwas umformt, wie man Kunststoffteile macht und so weiter, das simuliert. Das können Sie sehr häufig und gut gebrauchen. Versuchen Sie das, und wenn Sie das können, haben Sie viel verstanden. Wenn Sie das schnell hinkriegen, so einen Stein aus dem Stand, dann können Sie sich viel zutrauen. Dann verstehen Sie auch die vielen Tutorials, die es dann im Internet gibt für alle anderen möglichen Spezialitäten. So, das würde ich wirklich trainieren, dieses Ding. Gut. Das ist es. Heute ist nicht mein Blender-Tag. Gut. Letztes Mal hatten wir über die Parser gesprochen. Ich hatte Ihnen erzählt, dass wir sowas aufbauen wollen wie ein privates Google, damit sie sich artikulieren können und damit sie nicht, das ist ja überhaupt die Vorstellung, dass sie selbstständig werden. Und die Vorstellung, meine Kritik an den herkömmlichen CAD-Systemen ist, dass sie immer ausgetretenen Pfaden folgen und nicht verstehen, was der Grund dafür ist und so weiter. Ich hatte Ihnen auch erzählt, dass in den CAD-Systemen seit 30 Jahren konzeptionell nichts passiert und der Treiber für diese Dinge immer Videospiele und das Kino sind. Dort findet die tatsächliche technische Entwicklung statt. Das eigentliche CAD, so wie Sie das lernen und brauchen, um Pläne zu zeichnen, ist fertig entwickelt gewesen 1985. Und jetzt wird mit dieser zusätzlichen Rechenleistung das einfach immer nur auf der einen Seite etwas aufgepeppt in den Farben und in der Geschwindigkeit. Das kommt aber nicht originär aus dem CAD. Und es wird vor allen Dingen mit dieser Geschwindigkeit den Architekten auf die Finger geguckt und einfach alles nachgemacht, was man so per Hand macht, um die Prozesse, die etabliert sind, schneller zu machen. Das Problem ist, dass man dann nicht mehr anders agieren kann. Und so ist das jetzt auch im Moment, dass sie in zunehmendem Maße und besonders durch Gebäudeinformationsmodelle eng geführt werden. Sie kriegen Korsette. Und dadurch sind sie sehr schnell, wenn sie diesen Bahnen folgen, super produktiv. Und es geht so gut wie gar nicht, dass sie daneben einen Schritt daneben machen, weil sie dann immer draußen sind. Das ist wie eine Autobahn, und wenn sie daneben sind, kommen sie einfach nicht mehr an. Das ist ein Problem, ein strukturelles Problem, was wir haben. Das war jetzt die eine Geschichte. Deswegen finde ich Blender gut, weil die nicht zeigen, dass sie ihnen Arbeit abnehmen oder versuchen zu verstehen, was sie tun, sondern ihnen einfach anbietet in einer etwas groben Art, wie das so Nerds halt tun, was man kann, also in Animation, in Rendering und so weiter. Das ist einfach ein Baukasten von dem, was man kann. Und es hat keinen Anflug von irgendeiner Pragmatik, die ihnen Arbeit abnimmt im Nachdenken, warum, war was zu tun. Also es ist nicht produktiv, das ist sehr wichtig. Als einziges System, was ich kenne. Deswegen ist es auch sehr leistungsfähig im Spektrum von dem, was es kann, aber es ist nicht produktiv in dem Sinne, was ich perfekt finde für Sie in einem Studium, dass Sie nachdenken müssen über Form und Struktur. Die andere Geschichte, die ich ja immer wieder erzähle, ist die, dass es drei Ebenen von Programmiersprachen oder Entwicklungsstufen von Programmiersprachen gibt. Es gibt immer die prozeduralen Sprachen. Das sind die alten mit den Mainframes, das sind diese alten Computer, wo man auch extra Gebäude für gebaut hatte ursprünglich, bis 1980 ungefähr, die sehr, sehr teuer waren, immer so viel zu teuer wie ein Haus. Und diese riesen Kisten mit Terminals und so weiter. Und das sind die prozeduralen Programmiersprachen. Und die prozeduralen Programmiersprachen geben die Form vor
und sind opportunistisch mit der Struktur. Das heißt, die sagen einfach, du musst das Formular ausfüllen, was das bedeutet, interessiert uns nicht. Aber das Formular musst du ausfüllen, wie nun Bankkonto oder wie die Steuererklärung. Aus dieser Art ist, das heißt, die Form ist fest und die Struktur ist frei. So, es kann aber wenig. Das ist das, was die Gebäudeinformationsmodelle machen. Die kommen direkt aus dieser Familie und, das, und aus dieser Geschichte, und das ist auch diese Denkfiguren. Mit den PCs, das hatte ich Ihnen erzählt, das nennt man objektorientierte Programmiersprachen, da ist es genau andersrum. Da ist die Struktur fest und die Form sind beliebig. Das kennen wir von den PCs. Und das kennen wir in der Architektur mit der postmodernen, also fängt mit 1985 an, und kennen wir dann mit diesen ganzen parametrischen Gebäudemodellen. Das ist auch das, was von mit Grasshoppers und so weiter zelebriert wird. So, das heißt, die Strukturen sind festgelegt, oder die programmieren sie. Die Vorstellung zum Beispiel, dass Sie eine Architektur entwerfen können oder das Kodieren etwas mit einem Ablaufplan wie eines Layouts einer Fabrikanlage hat. Das sind ja diese Knoten, die dann funktionieren, einer in den anderen irgendwelche Funktionen reingeben, dass man das wie Computer-Lego-Bausteine zusammensetzt und so weiter. Das werden Sie gesehen haben oder gucken Sie es nach, wie Grasshopper funktioniert. Die Vorstellung, dass Computerprogramme Ablaufdiagramm und so weiter, dass das so läuft und dass man das zusammenstellen kann, dass man zugucken kann, wie Computer arbeiten. Das ist Teil dieser Vorstellung einer objektorientierten Programmierung, und das ist das, wie PCs funktionieren. Das ist nicht reflektiert in Gebäudeinformationsmodellen. So, die Standards sind 1985 entstanden. Die Postmodernen erkennen wir da, die parametrischen Modelle kennen wir da. Das, was das Internet ausmacht, na, das ist sehr wichtig, und das werden Sie fast nirgendwo finden, und das ist das, was ich Ihnen beibringen möchte, und das ist das, was als Standard seit internationaler Standard seit 2004 formuliert ist, das ist dieses XML, und das hat Form und Struktur frei. Und nur in der Zusammenfassung von dem, was ich Ihnen erzählt habe. So, und das, was ich Ihnen auch präsentiert habe in den, mit unseren Parsern und mit den Übersetzern und so weiter. Also die Vorstellung des Internets, und deswegen ist das so mächtig, deswegen sind auch die Mobilcomputer so mächtig im Verhältnis zu PCs, ist, dass Sie nicht definieren müssen, weder Form noch Struktur festlegen müssen und trotzdem miteinander reden können. So, ohne anzunehmen, so, Sie können zwei Häuser vergleichen, ohne dass Sie in Form oder Struktur etwas Spezifisches gleich haben. Das Ganze funktioniert nur, deswegen ist das in Paar, und deswegen glaube ich auch, dass das jetzt ausdifferenziert ist, es gibt keine weitere Entwicklung. Sie brauchen diese Markup-Languages, das ist die dritte Stufe, also prozedurale, objektorientierte Markup-Languages. 1960, 1980, 2000. Dann ist aber jetzt fertig. So, Form, strukturfrei, formfrei, beides frei. So, und bei Markup-Languages läuft das jetzt darauf raus, da Sie weder Form noch Struktur kennen, brauchen Sie jetzt viele dieser bedeutungslosen Daten, viele Daten, und dann können Sie mit Wahrscheinlichkeiten, das werde ich Ihnen im übernächsten Kurs Lecture erklären, mit was Wahrscheinlichkeit oder Probabilistik ist, und mit Machine Intelligence, Big Data, Machine Intelligence, das ist die Art und Weise, wie Sie Stabilität da reinkriegen, ohne irgendwelche Annahmen zu machen, wie das denn nun konstruiert ist, welche Form das hat und so weiter, und kriegen trotzdem eine Stabilität da rein und können daran arbeiten. So, das ist die große Geschichte, und die möchte ich gerne exemplifizieren mit diesen Übungen in der Bibliothek und mit dem Schreiben. Um ein Element
dessen Form und Struktur nicht bekannt ist, in ein anderes zu übersetzen, was nicht bekannt ist, muss man, auch nicht bekannt ist, muss man das parsen, man muss Fragen stellen. Und das Parsen bedeutet, dass man sowas wie einen Schlüssel formuliert und der Schlüssel guckt sich die Welt an, die Struktur an, extrahiert bestimmte Dinge und übersetzt sie dann in eine andere Form, in eine andere Struktur. Das heißt, man extrahiert aus einer Struktur Formen oder Messwerte, also man misst irgendeine Struktur und übersetzt die in eine andere Struktur, die man gerne haben möchte. So. Das haben wir exemplifiziert, wie man aus dem Internet Daten rausholen kann, die einen interessieren und wie man die zum Beispiel auf einem Notebook in Mathematica übersetzt. Fein. Das, was Google macht, ist nichts anderes als, und das, was wir auch denken, was ich denke, was sie tun müssen und lernen müssen, ist, dass sie auf der Welt parsen und scannen, das heißt einfach sich verknüpfen mit den Daten der Welt, Schlüssel formulieren und Sachen runterladen und dann sowas wie eine Zwischenablage machen, die, die ihnen gehört, von den Dingen, die sie interessieren. Das sind in den Architekturbüros diese Moodboards zum Beispiel oder die sind auch Bibliotheken, die man hat, also Dinge, die man von der Welt sich holt, und die man in eine Auslage bringt, die man auslegt. So, damit man die, man guckt über Farben, über bestimmte Beispiele, über bestimmte Texte, das können Sie auch mit Filmen machen und so weiter. So, dass man das auslegt und dann setzt man Stimmungslagen für einen neuen Entwurf sich zusammen, setzt das so zusammen und dann ein architektonisches Artefakt diese Stimmungslage benutzend zu formulieren. Das heißt, Sie haben immer zwei Schritte. Sie gucken sich in dem Büro, Sie gucken sich immer an, was gibt es an Anregungen, was ist interessant, und dann bauen Sie Modelle. Das ist dann Ihre Artikulation. Einmal immer das Lesen und dann das, ich würde sagen, das Versprechen. Dann modellieren Sie. Das ist entsprechend. So, Sie bauen sich ein Panorama der Welt, um dann eine bestimmte Aussage zu treffen. Das heißt, das Panorama ist immer rund. Sie stehen da drin und gucken sich alles an und sammeln sich alles zusammen. Und dann machen Sie einen Schritt in eine bestimmte Richtung. Das ist Ihr Modell. Komplett andere Denkweise. So funktioniert das in den Büros. Jetzt glaube ich, dass das technisch so geht, dass Sie einen Übersetzungsschritt brauchen. Das heißt, Sie gucken sich die Welt an und sammeln Ihre Moodboards, all diese ganzen Bilder und Texte, die Sie interessieren, aus Filmen, all diese Dinge, die sammeln Sie sich auf eine und legen das aus. Das heißt, Sie machen eine Struktur, die gut zu Ihrer Arbeitsweise passt, die allgemein ist. Zum Beispiel übersetzen Sie das, das zeige ich Ihnen in diese Mathematica-Notebooks, alles auf die gleiche Struktur, was immer, Film, ich werde Ihnen das zeigen, neue Nachrichten, Bilder, Blogs und so weiter, alles immer in die gleiche Struktur und Sie verlinken das, Sie können sich das alles angucken, das ist ein Auslegeordner und dann gucken Sie sich das an, nehmen diese Teile und übersetzen die dann in einen bestimmten Entwurf. So ist die Vorstellung. Es sind immer Übersetzungsprozesse in diesen zwischen Strukturen und Formen, die Sie nicht genau kennen. Das Einzige, was Sie jetzt tun, ist, Sie scannen die Welt, übersetzen das in eine Struktur, die Formen der Welt in eine Struktur, die für Sie gut funktioniert. Zum Beispiel in traditionellen Büros, Sie legen das einfach auf den Tisch aus als Fotokopien und hängen das an die Wand. Und dann machen Sie wieder eine Übersetzung von dem, was Sie da haben, in ein Artefakt und modellieren. So geht der Prozess. Und beides sind Übersetzungsprozesse von Form und Struktur in andere Formstrukturen, in andere Formstrukturen. Einmal sammeln und dann auf den Punkt artikulieren. Und die beiden sind ein Paar, die verheiratet sind immer. Guckt man, also das eine geht ohne das andere nicht. So, um jetzt ein solches Panorama herzustellen und um die Sachen abzukürzen, habe ich Ihnen jetzt hier
Dinge zusammengestellt. So, hier zum Beispiel jetzt das, was wir hatten mit den Reuters. Hier ist immer die Diskussion, da gibt es auch eine Diskussion in diesen Tutorials, eine Diskussion, wie das geht, und dann steht hier immer, how to use it. So, und das, was wir letztes Mal durchdiskutiert haben, wie so ein Übersetzer funktioniert, wenn Sie Interesse haben. Wichtig ist, dass Sie verstehen, dass das so ist. Deswegen erzähle ich das immer wieder, weil das auch im klaren Kontrast ist, was zu dem, was Sie sonst lernen. Also technisch ist das so. Und dann zeige ich Ihnen jetzt, so das, und wenn Sie dann Interesse haben, dann selber zum Beispiel statt bei Reuters, dann eben woanders die Sachen noch herzuholen, dann müssten Sie anfangen zu lernen, wie man solche Übersetzer baut. Deswegen habe ich die Tutorials gemacht, dass Sie eine Idee davon kriegen. Und dann ist auch die ganze Diskussion und der Code ist da, und dann brauchen Sie nur ein bisschen modifizieren, könnten dann eigentlich auch alles andere machen. Und ich denke, es werde auch insgesamt über die Zeit mehr da entwickeln. So. Jetzt ist das Erste immer, dass Sie sagen, welche Library. Ich habe jetzt die Library so, dass Sie die hierarchisieren können. Das heißt, hier können Sie jetzt hier beliebige Hierarchien machen. Wenn wir jetzt bei News gehen, wir zum Beispiel für Reuters, da habe ich jetzt hier vom Tag, machen wir mal hier, Choose. Jetzt sind wir in dieser Library. Jetzt setzen wir den Twitter auf. So, und jetzt sage ich einfach, Reuters, jetzt machen wir hier den 2018-11-01. Ich zähle das immer rückwärts, damit er das sauber über Jahr, Monat, Tag, damit er das gut sortieren kann. Jetzt sagen wir zum Beispiel hier 24 von diesen Nachrichten und ich brauche nichts weiter tun und habe das jetzt automatisiert. Ich hatte ihm immer erzählt und jetzt holt er sich da einen nach dem anderen von diesen Dingern. Das kann ich jeden Tag machen. Und er macht immer ein Buch. Und ich schreibe euch 400 rein, dann macht er 400 Nachrichten vom Tag, statt einem Magazin zu, oder im Internet zu blättern. So, er baut ihm jetzt einfach ein Buch von den Nachrichten. So, und ich hatte Ihnen gerade erzählt, was wir tun, ist immer das zirkuläre Schreiben. All das, was Sie auf Menüs in den Layouts von den Softwaren kennen, sind jetzt hier immer Texte sind denn geschrieben. Also die ganzen komplizierten Sachen, die ich erklärt habe, sind jetzt einfach hier zusammengefasst. Und statt Menüpunkte haben Sie ein bisschen strukturierten Text. Das alles. Nicht anders, nicht komplizierter. Nur, dass ich das jetzt alles erklärt. Alles, man kann das alles lesen, wie es geht. Was verbaut ist, wenn Sie diese Interfaces haben. Knöpfe mit Icons und so. Und da können Sie nicht mehr verstehen, wie es ist. So, und das ist jetzt Reuters. Der hat jetzt hier, manchmal gibt es hier Fehler, das ist nicht so tragisch. So, und jetzt kann man hier sehen, das sind jetzt die 24 Nachrichten. Und jedes dieser Dinger hier ist jetzt hier so zu lesen. So, die können jetzt, so wie immer, also erstens habe ich hier immer dann die Sources, da gehen Sie jetzt auf Reuters selber gehen. Und es ist einfach ein solcher Übersetzungsprozess. Ich habe jetzt das hier angeschaut und einfach geguckt, was mich interessiert, die ganze Werbung nicht und all. Also ich habe einfach das genommen, was mich interessiert und Sie können das auch ändern, dann interessiert Sie halt noch was anderes. Ich habe nur das hier gemacht, ich habe es jetzt in diese Struktur reingebracht, das heißt alle Paragraphen weggemacht, alle Überschriften weg und so weiter. Ich setze hier eine Überschrift und ich habe hier oben vor allen Dingen einen Link. Den können Sie jetzt nehmen und sich hier zusammenstellen. Den können Sie auch beliebig formatieren. Können Sie einfach sagen, ein Text, das soll jetzt ein Text sein, dann ist das einfach ein Text. So, wenn Sie das Ding jetzt speichern und den jetzt hier benutzen, kommt der wieder. Ich kann auch jetzt hier den hier nehmen, Style, Text. Ich kann auch einen von gestern nehmen.
Library News Reuters. Ah, das ist der von heute. So, hier habe ich einen mit 100 gemacht. So, wenn er hier das interessiert und das behalten wollen, setzen Sie das hin. Behalten das, können das alles wieder wegmachen und er hier holt Ihnen das Zeug hier wieder zurück. Ja? Mit Ihrer gesamten Bibliothek. So sind diese Links immer gesetzt. Das heißt, es funktioniert wie ein Hypertext, nur ist das Ihr Code. Und der Unterschied ist jetzt, dass Sie nicht Konsument sind von diesen Daten, sondern Produzent von diesen Daten. Sie haben das jetzt aktiv. Sie schreiben das als eins. So, es ist jetzt nicht, dass Reuters macht das natürlich auch so, aber es produziert das immer und Sie können dann von denen die Auslegerordnung angucken und konsumieren. Der einzige Unterschied ist, und deswegen sage ich, dass das sowas wie ein Private Google ist, ist, dass Sie das jetzt einfach nehmen und das übersetzen in Ihre Arbeitsumgebung. Mehr nicht. Und der Preis dafür ist, dass Sie jetzt nicht mehr linear schreiben, sondern dass Sie, also nicht mehr eins nach dem anderen, sondern dass Sie zirkulär schreiben. So, Sie sehen, das kann man lernen und sich, also wenn Sie einfach jeden Tag da ein paar hundert von den Dingern nehmen. Und wir werden dann nachher die ganzen Bilder daraus nehmen, die ganzen Texte und so weiter. Und Sie können vor allen Dingen jetzt hier immer sofort sagen, MTP, Book, Word Cloud von dem. Dann ist das die Word Cloud von dem Dokument, wo Sie jetzt gerade drin sind. Ja? Sehr praktisch. So, haben wir das. So, und das Interessante jetzt, und ich bin sehr aufgeregt über diese Dinge, dass das wirklich irgendwie so funktioniert. Jetzt habe ich Ihnen das hier für Designboom gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Designboom ist hier. Da ist einfach ein Blog für die ganze, für alles, was so diskutiert wird. Jetzt können Sie zum Beispiel hier, es sind prefabricated homes and buildings, Architecture in California, diese Art von, hier, von Tags. Und da sind diese Form von Artikeln da und so weiter. So, jetzt gehen wir einfach hier und sagen zum Beispiel Architecture in Portugal. Ne? Das ist hier, 139 Artikel. Copy. Na, Architecture in Portugal. So, gehen wir mal und gucken, was wir da hier jetzt haben. Hier wieder. Das ist der Code. Es gibt eine Lazy-Version, wenn man mit vielen viele Posts hat, dann dauert das immer lange und dann sagt man, okay, lassen wir es mal. Jetzt sagen Sie wieder, ich möchte gerne das Directory. Dann gehen wir jetzt ins Library und da habe ich hier bei Designboom mir so ein Unterkapitel gemacht, weil ich jetzt sehr schnell, ich hatte über 100 Bücher und dann wurde mir das zu lang und dann habe ich jetzt angefangen, das zu strukturieren. Deswegen habe ich den Code etwas umgeschrieben und dann, jetzt kann der auch Hierarchien. Und dann kann man sich das so sortieren und ich denke, ich arbeite jetzt immer da drin und das wird einfach jetzt riesig groß. Das wird einfach mein Filesystem. So, machen wir das hier. Und jetzt sagen wir einfach hier, das ist Architecture in Portugal. Ups. Portugal. So, dann holt er sich alle 139 Artikel in einem neuen Buch. Fertig. Und hat sich das auch direkt als Buch angelegt. Jetzt kann man sich das hier anschauen. Designbuch. Boom. Und jetzt haben wir hier Architecture in Portugal. Und da haben wir jetzt
die Metadaten und das Notebook. Das Notebook sieht jetzt so aus. Da sind die 136. Das ging jetzt sehr schnell, weil es lazy ist. Weil ich mir das jetzt hier angucken kann, wie die Summary ist. Und das hier ist ein Kommando, was dann den tatsächlichen Artikel liest. Und das ist der Artikel. So, wenn mir der gefällt, nehme ich das Ding hier wieder und mache den hier rein. Und schreibe den Text. Dies ist mein Text über die so. So, und jetzt können Sie einfach das Ding hier nehmen, Copy und Paste. So, und das Ding hier öffnet das Ding. So, wieder ein längerer. So, und hier ist es jetzt wieder so, dass man in diesem Buch, und Sie sehen, man kriegt jetzt unendlich schnell, also wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr viele Bücher. So, Sie haben jetzt hier die Source, das ist klar, da können Sie jetzt alles nachgucken. Das habe ich jetzt wieder einfach genommen, aus der Struktur rausgenommen, was mich interessiert, über diesen Schlüssel und lege das in meine Ablage rein, in mein Moodboard und setze es hier in eine Struktur, mit der ich gerne arbeiten möchte. Kann man anders machen und so weiter. Und ich habe die Image Sources von all diesen Dingern. So, wenn ich das jetzt alles so gemacht habe, dann kann ich natürlich wieder Statistik darüber machen und so weiter. Das ist ein Buch wie das andere. Ich hole aus jeder Struktur raus, was mich interessiert und mache ein Buch. So, das ist meine Struktur. So wie Google alles holt und sich diese großen Matrizen macht. Ich hole einfach immer ein Buch. Egal was ist. Und die Bücher bearbeite ich alle auf die gleiche Art und Weise. Das werden wir in der zweiten Hälfte von dieser Vorlesung machen. Dann werde ich Ihnen zeigen, wie man über Texte und Bilder vor allen Dingen diese Maschinenintelligenz macht, damit man Ähnlichkeiten zwischen Texten und Ähnlichkeiten zwischen Bildern suchen kann. Und dann springe ich einfach in meine ganze Bibliothek. Man nimmt irgendein Bild und sage, wo gibt es sowas Vergleichbares? Schreibt einen kurzen Text und dann macht man die Kombination aus Bild und Text und sagt, wo gibt es was Vergleichbares? Tschöp, setzt man das zusammen. Gut, die haben die Idee. Speichern das und kann man wieder Statistik drüber machen. Und die Full-Version ist einfach, dass Sie dann sagen, hier folgt zum Beispiel Living Architecture oder nehmen wir einen anderen. Wir kennen hier Rebello de Al. Wer ist das? Der hat das Rote Haus gebaut. Der hat nur drei, deswegen können wir da... nehmen wir den, nehmen seine drei Posts und die werden jetzt komplett geladen. So, wenn Sie das über Nacht machen, kriegen Sie hunderte, tausend, also 1000 über Nacht von diesen Dingern zusammen. Und hier ist das jetzt wieder das Gleiche, nur dass die Dinger jetzt schon alle da sind. Ja, schönes Buch. MTP Book Word Cloud 48. Ja, wir haben es jetzt nicht gespeichert. Also diese inkrementellen, die brauchen diesen Textfile. Das zeige ich Ihnen auch eben kurz. Die brauchen einen Textfile, der sieht so aus. Wir hatten das hier bei den News. Wir waren hier bei Reuters 18.11.01. So, und dieser Textfile ist ein Plaintext. Da ist das unstrukturiert, einfach der ganze Text. Und da kann ich schnell die Cloud drauf machen.
So, jetzt müssen wir hier MTP Notebook to Text Complete. Und wenn ich da jetzt die Cloud mache, machen wir nochmal, dann kommt jetzt. Ja. Eine Cloud. Hier müssen wir ein bisschen tolerant sein, das passiert ab und an, weil diese Schlüssel nicht spezifisch genug sind. Normalerweise kann man das unterdrücken, aber ich denke, das ist okay. Das kann man wieder wegmachen, wenn man das nicht möchte. So. Ich denke, das verstehen Sie. Und jetzt können Sie einfach über die Architektur in der Schweiz, in Portugal und so weiter sich einfach Bücher machen. Tippen einfach hier alle 1000 ein. Dann lädt er halt alles, was es gibt. Machen Sie ein Buch dazu. Machen ein Buch über dies, machen ein Buch über das und fertig. So. Das ist der zweite Parser. Das ist dein Boom. Jetzt über Bücher, also wir haben hier. Dann Wikipedia zum Beispiel. Gehen wir nochmal zu der Lecture. Reuter Design Boom. Now, Wikipedia. So. So, wir gehen wieder in ein bestimmtes Directory, damit die Sachen nicht durcheinander kommen. Sie können es auch flach machen, das ist egal, immer das Gleiche. Ich zeige Ihnen, was passiert, wenn die das gleich machen. Dann bleibt das erstmal hier. Und damit ist auch die ganze Bibliothek im Zugriff. Sonst sind Sie immer in einem bestimmten Regal und arbeiten. So, jetzt sind wir hier. Zum Beispiel machen wir jetzt hier ein Buch und wir sagen jetzt hier die Liste aller Architekten. So. Das ist die Liste aller Architekten, das ist ein Buch. Und das funktioniert jetzt etwas anders, weil Sie das inkrementell machen. Sie schauen jetzt hier, welche Bücher gibt es alle. Und jetzt müssen wir hier auf die Wiki. Sie sehen, das wird jetzt lang hier, Liste aller Architekten, das ist jetzt unser Ding. Wir können jetzt nochmal überprüfen, MTP, Book Selected, Liste aller Architekten, das funktioniert jetzt. Und jetzt sage ich einfach eine Webadresse, eine URL von Wikipedia. There is a list of architects, Sie können sich das angucken. Das ist die List of all Architects. Ja? Die ist praktisch, ne? Weil wenn Sie dann jetzt hier reingehen, dann ist da irgendein Architekt. So, ich möchte jetzt ein Buch über alle Architekten machen. Das ist praktisch. Ne? Da hat man die Bilder von ihren Häusern, die Porträts, dann hat man die Texte, wie es beschrieben ist, dann hat man die Georeferenz und so weiß man, wo die gebaut. Also all so ein Kram ist dann alles verfügbar. Und von vielen. Ja, alle da. So. Gehen wir also daher und dann sage ich, möchte gerne in dieses Notebook, Notebook ist hier, ist dieses, ist hier, das ist das Notebook Create, ist NB. In dieses Notebook möchte ich jetzt gerne diese Liste reinsetzen, das ist immer dieser gleiche Rahmen. So, das heißt, jetzt fängt er an und passt das und hat mir die Liste aller Architekten hier reingesetzt. Wenn ich den jetzt hier benutze, komme ich hier rein, ganz alter. Sie können jetzt hier das zumachen, gehen das auf, List of all Architects, List of all Architects in the 12th century, H bis A, Bury und so weiter. Okay, ja? So, wenn Sie jetzt, das hier ist, das ist immer ein bisschen blöde mit dem, das ist ein Style, das ist ein Subsection. Und da müssen Sie, um hier jetzt weiter zu schreiben, müssen Sie auch ein Subsection machen, sonst öffnet sich das immer. Subsection, yes. Und jetzt hier meine Liste. So, jetzt sagen Sie wieder MTP.
Ich mache es wieder groß. MTP Parse. Und dann, das sind jetzt quasi die Menüpunkte. Sie müssen immer schreiben. Also Sie schreiben einfach Parse. Und das sind immer die Menüs, die dann, deswegen fange ich auch mit MTP an, damit Sie nicht irgendwie andere Kommandos, das sind ja auch andere Kommandos. Da machen wir zum Beispiel, ja. So, MTP. Und dann sagen wir jetzt Parse, nicht Book. Parse. Und Sie gehen einfach in den Menüs immer weiter runter. Und dann sagen wir jetzt Wikipedia. Und dann sagen wir, okay, das Menü möchte ich gerne haben. So funktioniert das. Und jetzt sagen wir hier von Aldo Rossi. Geht das weg und Aldo Rossi kommt. Ja? Alles, was mit allen Hyperlinks und hier auch wieder diese tollen Links hier. Da ist jetzt Aldo Rossi. Wenn Sie so einen machen wollen, dann sagen Sie MTP create page create hier ist es interessant. So, hier ist es interessant in der Wikiliste. So, können das hier nehmen und hier hinsetzen. Und dann sagen wir, das hier ist ein Text. Und dann funktioniert das auch alles so. Gehen wir jetzt weiter. Ja, hier auch. Style in Text. So interessant ist es nicht. Da ist der einfach jetzt sortiert in diesen Charakter hier, in Aldo Rossi. So, Wikipedia, MTP, Parse, Wikipedia von Frei Otto. Ja? Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie das mit der Summary hier ist, wenn Sie wissen wollen, ja? Hier ist es interessant. Praktisch, ja? So, den tollsten Trick zeige ich Ihnen jetzt noch. Wie Sie wirklich ein ganzes Buch von Wikipedia machen können, haben wir jetzt hier die ganze Liste. Sie selektieren hier diese hier. Sie können auch alle selektieren. Selektieren das hier. So, jetzt gehen wir in meinen Code. Ist ja auch nur so ein Dokument. Ist auch nur so ein geschriebenes. All das, was ich Ihnen gegeben habe, ist auch nur so geschrieben. So, jetzt können Sie ein Buch machen. Wir sagen das jetzt, wir machen jetzt hier. Okay, hier Notebook Selection, das ist hier die Zellen, Selected Cells. Hier, das sind jetzt meine selektierten Elemente hier. Die habe ich jetzt geholt. Ich habe die quasi, statt aus dem Internet, habe ich die jetzt aus meinem Buch geholt. Statt aus dem Internet. Das sind die. So, und jetzt kann ich die, ich muss da eben duplizieren, sodass das da, so, jetzt habe ich die URLs. Das ist ja das, was mich interessiert. Das sind die Webseiten, die hier stehen. So, die kann ich hier jetzt angucken, ob das wirklich interessant ist. Die heißen jetzt Cells. Jetzt sage ich hier meine Sammlung von Architekten. November 1.8. So. Machen wir meine Sammlung. Das ist wieder ein neues Buch mit Metadaten und so weiter. Und der kann ich jetzt sagen, ich möchte gerne die Zellen hier als Wikipedia reinladen. Das heißt, der holt jetzt die ganzen Architekten hier aus Wikipedia und zwar genau die, die ich in dem anderen Buch selektiert habe. Sie brauchen eine Nacht und haben den ganzen Wikipedia leer gesaugt und so ein Portfolio mit Architekten und Bildern und so weiter. Ja?
So, das ist wieder beliebig verlinkbar. All das, was Sie hier haben, was heißt der Teufel, was das ist, setzen wieder hierher, speichern das, gehen da weg. So, das ist mit Wikipedia. Das finde ich eine wunderschöne Integration. Gut. Okay, nächstes. Wollen Sie eine Pause, ne? Machen wir kurze Pause zum Verschnaufen, 6-7 Minuten und dann geht's weiter.